Mann, war das eine scheiß Idee! Heute gibt es Kürbis und Forelle. Also gehen wir euch erst zu Jonas, dem Gärtner, ein paar Kürbis ernten. Boah, voll viele, ey. Die sind ja süß. Kann man die auch essen? Ja, die kannst du auch schon essen. Sind obwohl halt die noch nicht so groß sind? Ja, die kleinen, die nennen wir Babyleaf einfach. Alles, was so klein geblieben ist, nennen wir Babyleaf. Soll ich alle abschneiden, die ich mir auch Du kannst auch gerne mit ernten, alle komplett. Dann ernten wir uns so nach hinten durch. Perfekt. Sag mal, was hier abgeschnibbelt? Hier oben einfach, ne? Direkt beim Ansatz. Einmal abschneiden und dann hast du hier. So? Genau, und bei der Lagerung verkorken die dann und trocknen ein. Boah, das sind echt ultra viele, wenn man sich mal anguckt, was hier noch so liegt. Das ist noch einiges, ja. Der hatte was im Weg, als er gewachsen ist. Ist ein Arsch geworden. Unter den Kürbissen geht es alles. Die hässlichen, die Arschlöcher. Die kleinen, die dicken, die flachen. Und wie viele Kürbisse wachsen an einem so einem Pflänzchen? Also ich glaube, wenn man gut ist, dann kommen so zwei kommen pro Pflanze raus. Das ist jetzt so ein typisches Beispiel für, kann man auf dem Markt, im Supermarkt niemals verkaufen, ne? Das wird keiner kaufen. Aber wenn ich den jetzt aufschneide, sieht er höchstwahrscheinlich komplett normal aus, ne? Der ist halt an sich nur von außen. Verkürbelt. Hat der Schaden genommen, genau. Von innen ist es genau dasselbe. Also diese Handelsklassen, ja, in Richtung Güteklasse 1A oder, ja, was auch immer, dann, was man das im Supermarkt jetzt eher kriegt. So, Güteklasse unverkäuflich. Bei den kleineren oder gerade bei diesem vernarbten Gewebe ist es halt so, dass ich wirklich kein Geld damit verdienen kann. In dem das ist Aussehen. Halt krass, dann hast du die ganze Arbeit umsonst gemacht und nur weil der Kürbis ein bisschen hässlich ist, genau, will ihn keiner will ihn mehr. Keiner. Warum sollte ich nicht zwei solche nehmen, wenn ich sowieso Ofengemüse mache? Ja, ich kauf sie dir ab. Ich nehme die anderen drei schaffst du, ne? Zieh! Gar kein Thema für mich. Das ist super. Scheiße. Oh, herrlich. So. Ja. Ja, danke, Bro. Ich fahre jetzt zur Grille. Zur Grille. Und hol mir ein paar Fische aus seinem schäbigen Teich. Schatz. Hallo Schatz, ne? Hi. Na? Hast du was Neues gebaut? Netz für die Fische. Riesenteil. Ja. Gleich angekackt hier. Jetzt müssen wir das Ding hochkant stellen erstmal. Okay. Da runter? Geht das wieder runter? Oh, warte. Jetzt müssen wir hier ziehen. Ja, das ist scheiße, ne? Ja, das funktioniert niemals. Das Ding ist zu schmal. Oh. Mann, war das eine scheiß Idee! Christoph, ey. Ich hole mir eine Warthose. Ich hole mir eine Warthose, okay? Das ist einfacher. Warum hast du mich so eigentlich noch nie in Empfang genommen? Doch, oder so. Nach hinten weg und nach vorne ziehen. Weißt du, was ich meine? Ja! Ja! Aber ich kann mich hier nicht halten. Ja, du bist lustig. Ich falle hier gleich. Nicht weiter bei dir, ne? Nee! Was ist denn da? Ich falle hier gleich rein. Da, was hakt denn da für eine Scheiße? Da ist doch jetzt kein einziger Fisch mehr, der Bock hat hier. Keine Ahnung. So, haben wir einen? Hey! Das ist eine Riesenausbeute. Na, immerhin. Hier, oh, hier ist ein Digger. Gut. Wah! Ah. Das sind richtig. Ja, uah. 10 Forellen! Woo! Nochmal? Das war aufregend. So. Willst du die ausnehmen, Zora? Ja. Gut, dann mache ich tot. Du machst tot. Genau. Ich nehme mal einen aus. Das ist halt auch immer das Ding, ne? Als Koch kriegt man die ganzen Sachen halt immer nur fertig. Köche schlachten nicht, Köche jagen nicht.
Köche töten nicht, sie ziehen kein Fell ab und sie nehmen auch nichts aus. Deswegen ist das hier auch für mich was ganz Neues. Den Rest überlasse ich trotzdem dir. Ist das okay? Ja, klar. Ist das für dich ein Problem, Tiere zu töten? Nein. Okay. Ich habe auch als Kind schon geangelt, deswegen bin ich das eigentlich schon irgendwie gewohnt. Schon immer gewohnt, Fische zu töten. Ja. Ich finde es auch nicht so schlimm, weil ich Fleisch auch esse. Also okay. Ich finde es echt nicht geil, ne? Ja. Also, ja, mich nicht falsch, ja, ja, aber okay. Ist halt so, ne? Wenn man die essen will. Also ich bin heute auch hierher gekommen. Das ist ein Wilder hier, ne? Oh. Und hatte mir eigentlich vorgenommen, auch eine Forelle umzulegen, aber ich habe mich dann doch dazu entschieden, das Christoph machen zu lassen. Okay. Weil du das halt eben schon so oft gemacht hast und ich weiß nicht, irgendwie das dann selber zu machen, weiß ich auch nicht. Ist vielleicht ein bisschen gegensätzlich so. Ich bin keine Vegetarierin und ich esse auch super gerne Fisch, aber sieht auch echt brutal aus, aber ne? Ja. Getreu dem Motto, ich habe mal kurz was vorbereitet, haben wir jetzt die Forelle, die wir vorhin bei Christoph geholt haben, die Kürbisse, die wir bei Jonas im Garten geerntet haben und wir haben tatsächlich heute Morgen provisorisch hier so einen coolen Küchentresen gebaut. Wie ihr seht, ich habe noch keinen richtigen Herd, kein Waschbecken, im Prinzip nichts. Und Finn, der ja mein erster Gast ist, hat das auch noch nicht gesehen. Finn! Ich will ihn nicht machen. Boah! Ah! Krass! Na, es gibt hier leider keinen Eingang. Du musst leider da durchkommen. Klar, easy. Geil, Mann, ey. Oh. Hallo, Köchin. Na? Na du? Ich bin ganz geil geworden. Sieht schön aus hier bei dir in deiner Küche. Okay, also. Heute letztes Abgrillen, bevor die Scheiße da draußen richtig losgeht. Bevor es richtig losgeht. Und dann haben wir hier Kürbisse und zwar auch ziemlich hässliche dabei. Die kommen aus unserem Garten, das weiß ich. Ja, die haben wir auf dem Feld geerntet. Geil. Und das waren Schnecken und so ein Gedöns, aber das macht nichts. Nee, überhaupt gar nicht. Die meisten machen es halt einfach nicht, weil sie denken, sieht scheiße aus. Essen wir nicht. Sieht auch gar nicht scheiße aus. Das ist das gleiche, was man zu Halloween auch macht. Guck mal, hier so, das sieht wirklich so aus. Brauchst nicht mehr einritzen, ne? Wie diese Maske von dem Typen von Batman. Wer ist der nochmal? Weiß ich nicht. Doch, der unter den Masken. Der Maskensack. Wie heißt der denn? Weiß das jemand? Der hat so Narben. Scarecrow. Danke, jemand mit Bildung. Scarecrow. Okay, wir fangen an mit den Kürbissen. Glaubst du, ich kann hier Luft durchhauen? Versuch's. Pass auf die Fische auf. Wie brauchst du es denn? Wir schneiden oben und unten ab. Also essen wir die Hülle mit? Ja, du kannst sie schon mit immer, achso, okay. Halbieren. Das, ne? Ja. Kann man das eigentlich verkacken? Schwer. Das ist Zucker. Salz. Das ist Salz. Das war grad, das ist so grobkörnig. Das ist halt geiles Salz. Olivenöl. Ruf mal hier Rosmarin aus. Soll ich dir sagen, such was, mal was? Rosmarin raus. Das muss ich sagen. Kein Problem. Na. Erzähl keinen Scheiß. Das ist Dill, das ist Rosmarin und das hier ist Petersilie. Das ist Rosmarin. Jo, aber wieso man das denn? Das sieht aus wie eine kleine Pflanze hiervon. Das ist Kinder-Rosmarin. Aber riech mal. Was ist das nochmal? Thymian. Ja klar, ah, ja klar, weiß ich doch. So, das haben wir jetzt. Ich kann besser mit nachtischen. Aber guck mal, wenn du die abziehst, ne? Ja. Ist nur eine Frage an den Experten, ne? Ja. Dann hast du die ganze Kacke ja nachher zwischen den Zähnen. Nee. Ich will ja nur den Flavor haben und abpusten. Das wird ja kropp. Also dann schmeckt es lecker. Ja. Und die Stöcker auch, oder was? Die Stöcker geben noch ganz gutes Aroma ab. Knoblauch. Knoblauch. Traust du dich, so eine ganze Zehe einfach so zu essen? Nee, mein Vater isst das immer mit Käsebrot zum Frühstück. Wirklich? Ja, wirklich. Der hat nimmt, ja auch Minusfreunde. Mein Vater, der nimmt eine Zwiebel. Oh, sorry, Kolja. Passiert. So, schält. So wie Katrin. Wir waren ja, also, hast du schon erzählt? Ja. Nö, ich habe noch gar nichts erzählt. Ich kenne Zora schon mein ganzes Leben. Und wir haben früher in Zeven im Grunde nebeneinander gewohnt und deswegen waren wir irgendwie auch befreundet. Und eigentlich warst du ja. Deswegen. Ja, und dann haben wir also meine Eltern, jetzt muss ich ganz weit ausholen, die haben ja ein Kinderheim damals gehabt. Also meine Familie hat Kinder aufgenommen. Und unter anderem auch Katrin. Und du warst mit Katrin befreundet, Vorsicht. Genau. Ne?
Und die hat immer zu den Bundesjugendspielen vorher eine ganze Zwiebel gegessen und zwei mitgenommen in der Brotdose. Traust du dich nicht? Nee. Oh, das brennt aber ganz schön. Oh, Franzi wird dich so hassen. Schlag, schlag, schlag! Oh, Alter, das brennt ja volles Mett. Das ist wie eine Chili con, wie eine Pit. Ey, also, das ist... Ich fühle mich ein bisschen benebelt durch die Knoblauchzehen. Das meine ich jetzt wirklich ernst. Mir ist richtig warm. Richtig, guck mal, fass mal an, so glitschige Haut schon. Wir müssen jetzt hier weitermachen. 5 Radieschen und Salat. Mhm. Und ich bin aber auch beim Salat jetzt, den habe ich schon gewaschen, weil wir haben hier noch kein Waschbecken. Einfach unten abdrehen, so. Und dann machst du es noch einmal so. Du kannst das weitermachen. Ja. Hast du eigentlich allen schon erzählt, was hier passieren wird? Ja, doch. Also der Plan ist ja, dass hier irgendwann mal ein Restaurant sozusagen gebaut wird, dass man hier dann herkommen kann und essen kann. Und ihr. Das ist der interessante Faktor dabei. Das also, wird ein richtiges Restaurant. Das wird ein richtiges Restaurant oder wie ich sage, Restaurant. Warum? Nur so. Okay. Weil du anderen Restaurants den Rang mit deinem Restaurant abläufst? Heftig. Ich bin ja, genau. Und bis dahin basteln wir hier einfach so ein bisschen in so einer Kio-Küche. Den machen wir jetzt eben Fisch fertig. Die sehen aber super tippitoppi aus, die Ja, guck mal, Kollegen. Die sind so frisch, dass die noch ganz steif sind. Du da jetzt, warte mal, du musst hier in der Mitte noch ein bisschen Salz reinmachen. So ist cool. Ja. Dann hier das Hochbett einmal zumachen. Sandwich-Fisch ist das? Ja, genau. Sandfisch? Oh, Sandfisch, mein Schwanz ist... So, nu? Boah, scheiße, ich hab mich geschaltet. Ich bin ja der Schnellste, Alter. Hat das irgendwer gefilmt? Wieso hätte ich das gefilmt? Mann. Jetzt säuern wir die hier schon mal vorher so ein bisschen. So, wir hauen jetzt die Fische auf den Grill, wir hauen die Kürbisse in den Ofen und wir nehmen uns noch Spitzpaprika und Zucchini mit, weil das kommt auch auf den Ofen. Kommen wir nicht raus. Stimmt, kommen wir gar nicht raus. Ich liebe dieses Studio. So, hier, wie heißt das noch? Limbo. Ihr Fotzen musst du da hinten noch dranhängen. Ist das? Schaffst du nie. Komm, mal versuch's, mit Schwung musst du es Anlauf nehmen und drauf. Ja, genau. Ich hol dich ab. Und wo halte ich mich fest? Oh Gott, nee, der zieht nicht auf. Oh, lass mal grillen jetzt. Ich dachte, das war's. Geil. So. Alles da. Du bist Feuerbeauftragter. Okay. Das Rezept geht eigentlich so rum, dass, dass man das im Bestfall zu Hause in seinem eigenen Ofen macht. Backofen. Backofen, genau. Ja, okay. Irgendwann, Zora, verspreche ich dir, wirst du hier eine richtige Küche haben. Und deswegen wenn du dich hier nicht komplett doof anstellst. Schnell, mach rein. Jetzt. Deswegen improvisieren wir jetzt hier. Das aus. Guck mal an, wie geil das aussieht, bitte, oder? Ja. Ja. So, und jetzt hauen wir einfach hier die Dinger da ganz drauf. Muss man nichts machen mit? Nee. Da. Nur ein Wort und die auch. Die auch. So? Ja. Immer mit der großen Oberfläche. Das ist jetzt für unser Grillgemüsesalat. Wenn ihr jetzt zu Hause keinen Grill anhabt, dann macht ihr das einfach, die Zucchini macht ihr in den Ofen zum Beispiel oder in der Pfanne einfach, dann kann man sie vorher schon klein schneiden und die Paprika kann man in dem Fall auch einfach roh lassen, ganz normalen Salat machen. Aber wenn man halt eben eh schon am Grillen ist, finde ich das ganz lecker, weil das ein ganz leckeres Aroma gibt. Pass mal auf, du darfst jetzt einmal entscheiden, wann das runter muss, also gedreht werden muss. Einmal. Okay. Ist okay für mich. Die Kürbisse sind noch im Ofen, das Gemüse liegt drauf. Pause. Jetzt? Au, aua! Wir haben doch noch Kohle. Give me the Sunday. Wanna be nation boat. I wanna say no mal tu abbraccio. Es ist soweit. Aber lass einen Versuch, denk dran. Einen. Wenn du drehst, bleibst umgedreht. Perfekt. Ja, kann man es immer sagen. Es ist perfekt. Ist sie auch fertig? Ja. Alles fertig. Malto Abbraccio. Guck, die sind jetzt drin. Schon schwarz. Ist das richtig so? Und so sollen sie auch aussehen. Erschreckt euch nicht.
Man kann den dann nämlich gleich richtig geil schälen. Oh ja, guck mal hier. Der Kollege hatte die ganze Zeit ein Werkzeug, dein guter Kumpel. Oh scheiße, die sind ein bisschen dunkel. Ist das zu dunkel? Ja. Aber dann kann man die ganz gut schälen gleich. Erschreckt euch nicht. Das ist assi, ey. Den hier? Ja. Den hier? Ja. Alle, ne? Ja. Guck mal, siehst du das hier, wie sich die Haut schon löst? Darf ich mal die Zange ganz kurz? Klar. Die sind auch gleich fertig. Die erschlaffen jetzt etwas. Oh! Oh Gott. Oh, volles Mett rein, ey. So, die Paprikas sind auch fertig. Die kühlen jetzt ab und dann verarbeiten wir sie weiter. Wir müssen jetzt auf den Fisch grillen, Chef. Hau rauf, Baby. Einfach nur rauflegen? Einfach nur rauflegen. Vorsicht, dass er jetzt nicht rausfällt. Abflug. Nimm die Zwiebel mit. Zwiebel. Der passt auf den Fischhof? Keiner, das habe ich im Gespür. Du schneidest jetzt hier diese. Du kannst Essen wirklich bezaubernd aussehen lassen. Du schneidest jetzt die Zucchinis. Am besten einfach so runter. So? Ja. Warte mal. Ja, mach einfach. Und Streifen? Wie hättest du es gerne? Ja, genau so. Aber vielleicht ein bisschen feiner? Klar, Kumpel. Gut. Und ich schäle derweil die Paprikanten. Guck mal, das sieht jetzt aus wie so eine Rinderzunge. Das sieht aus wie ein Kondom. Ein feuriges. Dann kannst du das über den Salat streuen, bitte. Boah, das sieht richtig lecker aus. Da fehlt noch ein bisschen Salz, das ist noch nicht gesalzen. Und die wird es jetzt auch hier klein geraten. Ja, aber die musst du echt fein machen. Ey, ey, ey. Wow. Ui, puh. Aber warte mal, du machst so, ne? Ja. Spitze bleibt auf dem Brett. Ja. Echt? Ohne Scheiß, ja, aua. Aua. Man kann nicht alles können. Okay, ja gut, dein Material ist ja auch viel weicher, wa? Hiermit könntest du es nicht so schnell. Nein? Versuch. Das war der Rhythmus. 120 BPM. Nehmen. Üben, üben, üben. Da raspeln so die ein oder andere Fingerkuppe, habe ich wohl wirklich auch verloren. Ja, das ist klar. Wenn mein Finger da nicht im Weg wäre, hätte ich ja gar keinen Stress damit, weil die Bewegung an sich ist einfach. Guck mal, der Trick ist ja, dass die Finger so sind, so, dass du niemals mit der Klinge ja, okay, da überhaupt rankommst. Also ich mache da jetzt einfach mal so ein bisschen Olivenöl drüber. Was noch? Oh. So, ein bisschen Zitronensaft drüber. Rösten. Joghurt. Ein bisschen Petersilie. Dill. Guck mal, jetzt kannst du bei der Petersilie unten schon mal die Stiele abmachen. Die brauchen wir nicht. Genau, und jetzt kannst du das alles zu so einem Buschel machen. So. Mal schnell schneiden. Willst du hin? Nee. Ich kann den ganzen Rest, den du hier nicht brauchst, den Topf, dann nehme ich mit zu unseren Hühnis. Ja. Freut sich Franzi und ja, die Hühnis. Ja, ja. So, da kommt ein bisschen Zitrone rein, ein bisschen Pfeffer. Salz habe ich schon. Geil, Finn. Das ist griechischer Joghurt übrigens. Ich nehme sehr gerne griechischen Joghurt, weil der einen sehr hohen Fettanteil hat und Fett, wie wir alle wissen. Das war übrigens Kolja, der Kameramann. Oh schön, das konnte ich nicht unterbringen. Genau, ich habe griechischen Joghurt genommen, der hat ungefähr 10% Fett und Fett schmeckt halt einfach immer besser. Mit Honig. Ups. Naja, bleibt in der Familie, oder? Ich überlege, ob wir da ein bisschen Knoblauch reinmachen oder nicht. Ich habe genug in meinem Mund, aber für die anderen, mein Weg. Ich habe noch nicht genug in meinem Mund. Super. Jetzt kann man sie nämlich ganz einfach schälen. Schälen. Soll ich kleine Schreine schneiden? Soll ich dir jetzt einen Trick zeigen? Ja. Also erst grob hacken. Du hast jetzt damit die ganze Arbeit gemacht. Soll ich dir einen Trick zeigen? Ich mach's ganz kurz. Ja, geht viel schneller. Salz. Tada. Salz. Ja. So zerdrücken. Salz dient jetzt in dem Fall so wie Schmirgelpapier. Und jetzt hat man das hier ganz fein als Knoblauchpüree. Jetzt stinkt es nicht. Stinkt es nicht. Das
Wir können schon mal den Tisch decken. So, auch Rezepte übrigens. Pfeifen wir die ganzen. Gibt's immer bei Facebook, bei Insta. Man kennt das Spiel. Ne? Das sieht richtig geil aus, ohne Scheiß jetzt. Ja. Jetzt hol die Truppe mit deiner fiesen Stimme. Essen! Essen! Lolle! Essen! Gleich kommen hier 50 Leute an. Oh, Gastgeschenke! Kommen Sie rein! Look at this sexy object! Geil, die kommen noch vom Grill? Die kommen frisch vom Grill. Geil. Eins Teller. Eins. Auf jeden Fall. Das ist ein ganzer Fisch. Oh, ich freue mich darauf, das erste Mal den Fisch zu beißen. Hier stimmt einfach alles. Ihr habt das wirklich ganz toll gemacht. Guten Appetit. Guten Appetit. Gerne. Wie war das? Rechte Hand mit Gabel. Zora, sehr schön. Vielen sehr Dank. Schön. Ich bin sehr froh, dass du dabei bist und dass wir das zusammen machen. Vielen Dank. Ja, ich hoffe, es hat allen gefallen. Ja. Voll lecker. Knoblauch.